Ich arbeite mit der Kaltwasserkoralle Lophelia pertusa, die wir aus Norwegen, aus den großen Riffen bekommen und versuche herauszufinden, was die Auswirkungen des Klimawandels auf diese Korallenart ist. Kaltwasserkorallen kommen tatsächlich global überall vor, besonders die Kaltwasserkorallenart, mit der ich arbeite. Also Lophelia pertusa bildet eben riesige Riffe, in denen eben nicht nur diese Art selbst lebt, sondern es wurden mehr als 3000 verschiedene Arten dort schon gefunden. Und das macht sie eben auch unheimlich wichtig, denn ohne diese Riffe gäbe es diese Artenvielfalt in diesen Riffen eben nicht. Wir gehen ja zunächst mit dem Schiff raus und fahren zu diesen norwegischen Riffbereichen und dann tauchen wir mit dem Tauchboot ab zu 200 bis 300 Meter Tiefe, je nach Region ab, um zu den Riffen zu kommen. Und das ist natürlich erstmal total aufregend an sich, dass man in so einem kleinen Tauchboot sitzt und dann, das wird dann immer dunkler. Erst ist es grünlich, dann wird es dunkel und auf einmal ist man an diesem Meeresboden, fährt den Hang hoch und dann sieht man diese riesigen Riffe von Kaltwasserkorallen, die sich über hunderte Meter erstrecken. Wir nehmen dann gezielt Proben, die wir zunächst dann erstmal an Bord in unseren Häterungstanks hätern. Wir bringen die gesammelten Korallen zunächst in unser Labor, in einen großen Tank, wo wir sie dann fragmentieren und in ganz viele kleine Tanks reinbringen. Das sind Aquarien, wo wir dann eben die verschiedenen Bedingungen, unter denen wir sie untersuchen wollen, ansetzen können. Wir versuchen, die Aspekte der Ozeanversauerung und der Temperaturerhöhung, die wir gegen Ende des Jahrhunderts erwarten, auf diese Korallenart zu untersuchen. Also wir messen dann Wachstumsraten und den Stoffwechsel sowie zum Beispiel die Auswirkungen auf die Fitness. Also wir haben hier jetzt zwei verschiedene Langzeitexperimente mit Lophelia gemacht und haben in beiden Fällen gesehen, dass diese Art besser mit den Bedingungen klarkommt, als wir zuvor erwartet hatten. Aber was wir eben gesehen haben, dass sich das tote Skelettmaterial aufzulösen beginnt ab einem bestimmten Kohlenstoffdioxidhaushalt. Und das ist genau das Problem, was wir im Riff haben. Denn die Riffe sind umgeben von totem Skelettmaterial, was die Riffbasis bildet. Und das ist, wo die meisten Arten drin vorkommen, was die Artenvielfalt dieser Riffe ausmacht. Und das kann zur Instabilität der Riffe führen. Obwohl wir noch keine klaren Aussagen darüber treffen können, wie genau sich Ozeanversauerung und erhöhte Temperaturen auf Kaltwasserkorallenriffe bzw. auf die Ökosysteme auswirken kann, müssen wir eben jetzt schon agieren, um den Klimawandel in Grenzen zu halten und die Auswirkungen eben auch geringer zu halten. Und wir wissen nur noch nicht, wie schnell sich diese Art anpassen kann an die vorherrschenden Bedingungen. Und wenn wir natürlich erst warten, bis wir die Forschungsergebnisse haben, kann es schon zu spät sein, noch etwas zu tun.